Du willst Muskeln aufbauen, du willst Körperfett verlieren oder einfach nur fit für den Alltag sein, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Schlaf. Für alle die, die sowieso gut schlafen und damit keine Probleme haben, die schalten jetzt lieber ab. Zuallererst müssen wir uns erstmal über die Schlafdauer unterhalten. In diversen Fachliteraturen, die ich dazu gelesen habe, heißt es, 9 bis 10 Stunden seien ideal. Aber mal ehrlich, wer hat schon so viel Zeit? Und Erfahrungen haben gezeigt, dass mitunter sogar 5 bis 6 Stunden reichen können, immer abhängig von der jeweiligen Schlafqualität und natürlich vom Individuum, vom Menschen selbst. Wir halten also fest, die Schlafqualität ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Wenn du 10 Stunden im Bett gelegen hast, dann heißt es noch lange nicht, dass du danach fit bist und wirklich guten Schlaf hattest. Was genau können wir denn jetzt tun, um prinzipiell besser zu schlafen? Wir machen uns immer Gedanken darüber, wie viel wir essen sollen, wie viele Makros, wie viele Kalorien, wie wir trainieren sollen, welcher Split. Aber es machen sich die wenigsten Gedanken darüber, wie man am besten optimal seinen Schlaf performt. Meine Tipps für euch. Ich denke, ihr wisst es bereits, der Schlaf vor Mitternacht ist natürlich der beste. Ideal wäre es, wenn man um 22 Uhr ins Bett geht oder zumindest anfängt, eine gewisse Routine zu entwickeln und sich mit Ritualen auf den Schlaf vorzubereiten. Ein Ritual könnte zum Beispiel sein, die heiße Tasse Tee am Abend. Nimm dir ein Buch, was dich entspannt, was dich interessiert, ob das eine Fachliteratur ist oder ein Roman. Es bleibt dir überlassen. Achtung, Buch ist nicht gleich Handy. Die meisten Handys haben Blaulicht. Und dieses Blaulicht kann man mit Hilfe von Apps, beim iPhone ist es schon integriert, das nennt sich Night Shift, kann man ausschalten. Achte bitte darauf, denn dieses Blaulicht hindert dich daran, das Melatonin auszuschütten, was du über Nacht dann brauchst, um gut zu schlafen. Fernseher und Laptop solltest du natürlich auch versuchen zu vermeiden. Ich weiß, das sagt sich immer alles ganz leicht und wir haben oftmals eher ein Umsetzungsproblem als ein Wissensproblem, aber ihr habt es selbst in der Hand. Ein weiteres Ritual könnte zum Beispiel sein, dass du dich in die Wanne legst. Oder für die Damen da draußen eine schöne Gesichtsmaske. Tu irgendwas, was dich entspannt. Denn alles, was dich entspannt, aktiviert dein Parasympathikus und lässt dich zur Ruhe kommen. Eine richtig gute Idee sind Spaziergänge an der frischen Luft kurz vorm zu Bett gehen. 15 bis 30 Minuten. Für alle, die den Hund haben, die sind natürlich klar im Vorteil, weil die müssen sowieso raus. Der vielleicht wichtigste Tipp für euch, sorgt dafür, dass kein Licht ins Schlafzimmer gelangt und dunkelt es komplett ab. Und für alle die, die das nicht hinkriegen, da habe ich einen guten Tipp für euch. Achtung! Das sieht ein bisschen albern aus, war eigentlich die von meiner Frau. Man muss sich erstmal daran gewöhnen. Aber oh, das hilft in jedem Fall. Dieses Modell trage ich ganz gerne im Sommer, weil sie einfach schön leicht ist. Dieses hier, das ist die wärmere Version. Die ist eigentlich schöner und mein persönlicher Favorit. Aber sie ist halt einfach im Sommer zu warm, weil sie um den kompletten Kopf geht. Habe ich früher belächelt und ich musste mich wirklich erst dran gewöhnen, aber mittlerweile hilft es mir immens weiter. Link in der Beschreibung. Denkt bitte daran, elektrische Geräte bitte möglichst aus dem Schlafgemach zu verbannen. Elektrische Spielzeuge zählen nicht dazu, denn die können wiederum zur Entspannung beitragen. Damit meine ich natürlich Handys, Laptops oder Tablets und der Fernseher gehört natürlich auch nicht ins Schlafzimmer. Wenn es nach dem Qi ginge, müsste man sogar Bücher aus dem Schlafraum entfernen. Aber da sind wir wieder beim Thema, lies ein Buch vor dem Schlafengehen. Ich selbst habe auch Bücher in meinem Nachtschrank liegen. Alle Pflanzenliebhaber muss ich leider enttäuschen, denn Zimmerpflanzen haben in den Schlafräumen auch nichts zu suchen. Und für all diejenigen, die gerne mal abends ein Weinchen oder ein Bier oder Whisky trinken, denen habe ich leider mitzuteilen, dass dieser Alkohol, der erstmal zur vermeintlichen Entspannung führt, genau das Gegenteil bewirkt. Das kann man auch genau messen mit Hilfe einer sogenannten HRV-Messung. Das ist die sogenannte Herzratenvariabilität. Und wenn man das genau überprüft, sieht man auch, wie sich dann am nächsten Morgen die Regenerationskurve doch verschlechtert hat. Ihr könnt es in Zusammenarbeit mit Ärzten messen oder es gibt da auch schon ein Gerät, welches ich seit 2 Jahren erfolgreich nutze. Ich mache mal einen Link unten in die Beschreibung. Falls ihr euch ein solches Gerät zulegt, dann seid bitte so nett, schreibt mir ein Feedback und sagt mir, wie zufrieden ihr seid und wie es um eure Regeneration besteht. Solltet ihr einmal zu wenig Schlaf bekommen haben, dann könnt ihr auch einen sogenannten Powernap oder Mittagsschlaf machen. Zwischen 10 und 30 Minuten haben sich hier als absolut sinnvoll herausgestellt. Achtung, wenn ihr zu lange schlaft, dann könnt ihr mitunter wieder in eine Tiefschlafphase kommen und dann seid ihr am Ende geräderter als vorher. Was nicht zwangsläufig kontraproduktiv sein muss. Probiert's aus und schaut, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt.
Wenn ihr Probleme habt, abends runterzukommen, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf verzichten, nach 17 Uhr irgendwelche koffeinhaltigen Getränke zu euch zu nehmen. Dazu zählt natürlich auch Booster. Denn jeder, der sich vorm Training nochmal einen schönen Booster reinknallt und dann richtig Vollgas gibt, der braucht sich nicht wundern, wenn er nachts nicht runterkommt. Solltest du trotzdem mal Koffein getrunken haben, dann trink genug Wasser hinterher, damit das Zeugerohr ausgespült wird. Achte darauf, im Laufe des Abends nicht zu viel zu trinken, denn sonst könnte es sein, dass du im Laufe der Nacht häufiger die Toilette besuchen musst. Und jetzt habe ich noch mal eine richtig gute Nachricht, denn was eignet sich denn auch super, um wirklich gut in die Entspannung zu kommen? Und da gibt es genug Möglichkeiten, um das zu messen. Geschlechtsverkehr. Ja, liebe Leute, Koitus macht's möglich. Erst Anspannung und danach können wir richtig schön entspannen. Aber Achtung, handelt mit Bedacht und wählt eure Intensität so aus, dass sie euch im Nachhinein nicht in der Regeneration behindert. Jetzt geht es um den Mythos Kohlenhydrate am Abend nicht nach 17 Uhr. Für alle, die Probleme haben, abends oder nachts runterzukommen, gilt, esst eure Kohlenhydrate möglichst fettarm vor dem Schlafengehen. Denn somit kommt ihr viel besser in die Entspannung, euer Stresslevel, das Cortisol, geht deutlich nach unten. Und somit heißt es dann Rest and Digest. Natürlich würde ich das von eurer Gesamtmenge an Kohlenhydraten abhängig machen. Wenn ihr nur 100 Gramm zur Verfügung habt, dann esst vielleicht 30 tagsüber und die restlichen 70 oder einfach die ganzen 100 Gramm Kohlenhydrate am Abend. Wenn ihr mehr Kohlenhydrate zur Verfügung habt, dann macht es keinen wirklich großen Unterschied. Dann könnt ihr auch tagsüber regelmäßig Kohlenhydrate zu euch nehmen und dann gegen Abend halt die etwas größere Portion. Achtet bitte darauf, möglichst fettarm zu essen, natürlich mit einer mageren Proteinquelle. Das ist jetzt kein Freifahrtschein für ein Cheat. Schön, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Es geht weiter mit dem Thema Matratze und Lattenrost. Sorge hier dafür, dass Matratze und Lattenrost zusammenpassen und es nicht zu fest und nicht zu weich ist. Im Prinzip genau richtig für dich und dein Körpergewicht geeignet. Die beste Schlafposition ist auf jeden Fall die eines Rückenschläfers. Der hat es am besten getroffen. Dicht gefolgt von der des Seitenschläfers. Der Bauchschläfer hingegen hat oftmals Rückenprobleme und hat nicht die ideale Schlafposition. Aber Schlafverhalten kann man auch trainieren und üben. Ich bin mir sicher, viele von euch trainieren bereits in einem Fitnessstudio oder gehen irgendeiner anderen Sportart nach. Herzlichen Glückwunsch, ihr macht alles richtig. Denn damit tragt ihr zu einer besseren Schlafqualität bei. Wer sich tagsüber viel bewegt oder auch viel in der frischen Luft bewegt, der sorgt automatisch dafür, besser nachts in die Entspannung zu kommen. Am Ende des Tages habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mit diversen Supplementen eure Schlafqualität zu verbessern. Das ist aber ein komplett eigenständiges Thema. Kleiner und kurzer Tipp von mir an euch. Checkt mal, ob ihr genug Magnesium zu euch nehmt. Denn oft ist auch Magnesiummangel für Schlafprobleme verantwortlich. Ihr könnt das testen lassen beim Arzt oder ihr bestellt euch einfach online den Mineralstofftest von Ceraskrin. Links sind alle in der Bio. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und geholfen, eure Schlafqualität zu optimieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es hier unten in die Kommentare. Ansonsten erscheinen hier links und rechts von mir zwei Monitore, in die ihr gerne mal reinschauen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Tschüss, euer Johannes.